Guten Tag und willkommen zu dem Abendstream, den ich angekündigt hatte. Jo. Jo, wir fahren den ICE 624. Das ist ein ICE, den ich in den nächsten paar Tagen auch fahren werde, weil ich werde nach Frankfurt fahren mit zwei Kollegen. Halli, hallo, Hallöchen. Naja, RE1. Nein, was glaube ich. Köln-Düsseldorf ICE 624, das ist der, den ich auch demnächst fahren werde. Am 6. Januar, also in 4 Tagen. Den werde ich nämlich von Frankfurt nach Düsseldorf benutzen. Ja. Jetzt müssen wir kurz warten, bis das Ganze hier gestartet ist. Ich kann schon mal zu sie Display öffnen. So. Hab wegen dir Susi genommen. Wie meinst du das? Wie es mir geht? Mir geht's ganz gut. Und dir? Super, jetzt startet er das wieder in diesem Modus. Mich das immer nervt. So, dann gleisen wir den ganzen jetzt auch mal auf. Achso, gekauft. Ja, okay. Ist aber halt nicht für jeden was, ne? Also ich hoffe mal, dass es dich interessiert. So, zack. Jetzt machen wir kurz, bis wir aufgegleist sind hier. Da muss er mal die Zeit vorspulen ins Musi. Das macht er so, wenn man Zeitsprung drückt. Macht er gar keinen Zeitsprung. Der macht nämlich einen Zeitraffer. Deswegen, wenn man eine Aufgleisungszeit, die nah am Startzeitpunkt des Szenarios wählt, hat, dann ist der Zug immer schon sehr schnell aufgegleist. Auch gut, ja, das freut mich. So. Es wird schon langsam dunkel. Ich weiß immer noch nicht, wie man Licht in Susi anmacht. Geht, glaube ich, gar nicht mal so richtig. So, wir fahren schon mal. Ich google mal ganz kurz, wie man AFB anmacht in Susi. Glaube ich mit A, aber ich glaube, dafür müssen wir stehen. Mag ich sehr, mein Papa arbeitet bei der DB. Okay, das ist sehr gut. So, ich darf 400, ja, gleich eh nur noch 60. Dann beschleunige ich auch mal nur auf 60. Wir haben unseren Zug. Zugbeeinflussung.
So einfach dann Köln Messe. Deutz, um genau zu sein. Hat eine sehr steile Kurvenlage, dieser Bahnhof, ist aber auch in echt so. Also das ist realistisch soweit. Wir müssen weit genug durchfahren, weil sonst kommt unser hinterer Teil nicht mit rein. Das sieht man, der dürfte sogar immer noch nicht drin sein. Ja, das ist sehr extrem mit so einem langen ICE, also da muss man immer schon weit durchfahren am Bahnhof. Aber auch nicht zu weit, weil sonst fährt man über Rot. Hier habe ich mich jetzt zum Beispiel ein bisschen verbremst, wobei ist mein... Ja, guck, mein hinterer Teil ist noch nicht ganz drin. Also wenn man ICE hat, muss man echt ganz bis zum H da vorne durchfahren. Oh Gott, mein Zug bremst nicht. Ah, doch jetzt. Gut, dann machen wir mal rechts die Türen auf. Jetzt habe ich auch mal die AFB angeschaltet. Die kann ich auch so einstellen. Wie viel stelle ich denn jetzt erstmal auf 60? Ah, das ist 70. So, zack. So, jetzt gucken wir mal, sind wir ganz im Bahnhof drin? Ja, aber auch, also, das ist schon... Also Köln-Messe-Deutz passen wir gerade so rein, ne? Das ist heftig. So, zack. Ich sehe schon gar nicht mehr, welches Signal wir haben. Okay, wir haben Rot. So. Ich mache mal einen Zeitsprung, bis wir Abfahrt haben. So, jetzt haben wir erst bald Abfahrt. Wir sind zu. Wir haben grün. Abfahrt. Jo, grün. Lass mich raten, du fährst die Strecke nach Frankfurt. Nein, aber Fabian. Lukas, hör mal zu, das ist genau der ICE, den wir zurückfahren werden, ne? Das ist auch die ICE 624. Leider nur, gibt's aber nur die Strecke von Köln nach Düsseldorf. Aber das ist genau, wir werden ja auch von Köln nach Düsseldorf fahren, beziehungsweise von Frankfurt nach Düsseldorf, aber halt auch über Köln. Das ist genau der gleiche Zug, wenn du mal guckst, es ist 18.17 Uhr. Wir sollen ja irgendwie 18 Uhr irgendwas ankommen, in echt. Auch in Düsseldorf dann. Also das ist genau dieser Zug hier. Ja, ICE-Sprinter, genau. Digga, Sifa als Maul, Alter. Gott, ich mach mir schon Sorgen hier. Nein, meine Tastatur hat sich abgemeldet. Ich muss die kurz noch einstecken. Ich hoffe, dass sie lang kein Sifa bekommen. Boah, das hasse ich an meiner Tastatur. Manchmal hat die einfach keinen Bock mehr zu funktionieren. Und meldet sich so quasi ab. So, jetzt wollte ich mal gucken, wie lang ist mein Zug? Nein, nicht LW. FSD. 401 Meter. Ist der lang. Heißt, ich muss jetzt erstmal noch Ewigkeiten warten, bis... Ja, okay, nein, jetzt dürfte die sogar in Kraft sein, ne? Diese... Ich stelle aber lieber nur auf 90 ein. Welche ICE-Art? Immer noch ICE-3. Das sollte man aber auch erkennen. Mit welchem ICE wir hinfahren? ICE 625. Zug ist sehr leise.
Welche Baureihe bist du als letztes Mal gefahren? Boah, da fragst du mich was. Ich glaube 400. Ja, 427 der Eurobahn. Immer noch ICE3. Lukas. Da links sehen wir auch den RX stehen. Hier links. Boah, wir sind schon unnormal lang. Und zurück, ja, IC3 hin und zurück. Welchen findest du besser? IC3 oder IC4? IC3 auf jeden Fall, zu 100%. IC4 finde ich auch nicht schlecht, aber IC3 finde ich besser. Deutlich besser. So, gleich kommt die LZB auch ins Spiel. Ab nach Düsseldorf würde ich mal sagen, ne? Das gleich haben wir 80. Ich mal bestätigt. Aber dauert noch ein bisschen, bis wir 80 haben. Ah, ne, nicht mehr so lang. Die AfD bremst aber ganz schön heftig, ey. Das wird nachher wieder Minuspunkte geben, ich sag's dir. Ab 6, ja, dort ein bisschen. Irgendwie hier 130, aber bis der ganze Zug da dran vorbei ist, dauert es 400 Meter. Meiner Meinung nach ist der IC4 so schön, dass er schon wieder hässlich aussieht. Ich finde den IC4 ehrlich gesagt nicht hässlich, aber ich finde ihn halt von innen scheiße. Ich mag diese modernen ICE-Sitze nicht, die auch teilweise in IC3 drin sind, und auch in ICE3 Volare D. Chill. Ich hasse LZB, Digga, die ist so laut immer. Oh, jetzt sogar auf 200. Jetzt geht's hoch auf die 200, Leute. Ich habe eine Doppeltraktion vom IC3, also insgesamt 16 Wagen. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie im ICE 624 nach
Essen Hauptbahnhof, über Düsseldorf und Bochum Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ach Digga, bin ich dumm. Züge, die schon in Essen enden und von Düsseldorf kommen, fahren normalerweise nicht mehr über Bochum. Ohne Halt in Bochum. Doppeltraktion, cool, danke für die Antwort, kein Problem. Ich wusste nicht mal, dass zwischen Düsseldorf und Köln eine Schnellfahrstrecke ist. Weil immer als ich hier mitgefahren bin, habe ich nie mitbekommen, dass sie 200 gefahren sind. Du auch, glaube ich nicht, Lukas, ne? Immer wenn wir das zusammen hier gefahren sind, nie irgendwie 200 gefahren, immer irgendwas war hier. Hat nie funktioniert so richtig. Ja, die Kupplung sieht wirklich nicht so schön aus. Fährt er nicht nach Dortmund? Nein, der endet in Essen. Wie kommst du nur auf Dortmund? Welcher IC3 endet in Dortmund? Also ich kenne richtig viele IC4, die in Dortmund enden. IC3 auch ein paar, aber ich meine, viele enden in Dortmund, aber der hier auch in Essen. Der hier endet aber in Essen und nicht in Dortmund. Kannst du die hier selber angucken? ICE 624 von München nach Essen Hauptbahnhof. Kann sein, dass sie die Strecke des ICE 624 verlängert haben, weil das hier ist noch Fahrplan von 2021. Es gibt tatsächlich jetzt nicht zu viele Strecken, die auch länger sind. Leider. Zumindest weiß ich das gerade nicht so gut, weil ich kenne mich mit Susi noch kaum aus. Ich habe das ja erst seit gestern, vorgestern spiele ich das so richtig. Lukas, freust du dich auch schon? Ich bin richtig hyped, Digga. Ich wäre sogar ehrlich gesagt mit dir, Lukas, nach Hamburg gefahren, ne? Als er mit Fabian nach Frankfurt. Das Ding ist, ich wusste halt nicht, dass du jetzt doch mal Geld hattest. Und ich hatte jetzt keinen Bock, jetzt so viel dafür zu bezahlen. Und so, und ja, dann auch für dich und so, da hätte ich jetzt halt keinen Bock drauf gehabt. Krass, in 8 Kilometern sind wir schon in Düsseldorf-Benrad. Alter, mit dem ICE ist man echt schnell in Düsseldorf. Wenn ich jetzt überlege, mit der S-Bahn bin ich hier letztens auch die Strecke lang gefahren, also nicht in echt, sondern in diesem Game. Das hat 50 Minuten oder so gedauert, hat sich ewig angefühlt. Hab ja jetzt mehr Geld. Ja, jetzt können wir auch sowas gerne nochmal irgendwann machen, aber ich hatte halt echt überhaupt keinen Bock, jetzt extra nochmal den Typen zu fragen, ob der nochmal extra mehr ausgibt für Erwachsenen-Ticket, you know. War ja nicht böse gemeint, weil eigentlich mache ich, glaube ich, mehr gerne mit dir reisen als mit Fabian, weil Fabian hockt halt ziemlich viel am Handy. Ja, Digga, aber müssen wir auf 160 runterbremsen. Ich nehme schon mal den Schub weg. Ach, warte, das ist erst das in 100. Ach, Digga, das dauert noch. Erst 900 Kilometer, ich glaube auch. Erst 9 Kilometer müssen wir runter.
Ja, und 2 Kilometern ist Düsseldorf-Benrath. Ja, chill, schrei doch nicht so. Null? Schaltet sich die LZB gleich aus, oder was? Oh, nee. Weißt du, im Nahverkehr hasse ich die LZB, weil die eigentlich immer nur für Zwangsbremsungen sorgt, aber im Fernverkehr ist die echt geil, weil die dir echt hier so... Das ist nice, aber sonst... Na, jetzt geht's auf 160 rüber. So, hier ist Düsseldorf-Benrath. Also was ich sagen wollte, ist, ich weiß nicht, wie Fabian so mit Reisen ist. Ich weiß, dass Fabian viel am Handy hängt. Und das ist halt das, was ich nicht feiere, warum ich dich auch am Anfang nicht leiden konnte, weil du immer auf deinem behinderten Tablet YouTube geguckt hast und gesagt hast, du würdest nichts machen. Das hat mich halt so ein bisschen abgefuckt, Digga. Aber mittlerweile machst du das ja eigentlich nicht. Also so nach Hamburg würde ich schon eher mit dir fahren, kann ich dir sagen. Können wir ja vielleicht im nächsten Mal, vielleicht sogar noch in den Winterferien. Aber ich denke nicht, dass das, was wird. Vielleicht wenn die ein bisschen länger wären, die Winterferien, aber so denke ich nicht, dass es mal wird. Ich gehe mal lieber auf 190 runter. Weil wenn dann gleich der rote Pfeil mir hinterherkommt, dann... Kollege. Chill, schrei nicht so. Und 1 Kilometer ist 160. Ja, jetzt kommt der rote Pfeil. Ich muss mithalten. Scheiße, der rote Pfeil ist zu schnell, Digga. Hey, gleich auf 100 nochmal runter, Digga. Der, die ist nur am Schreien, diese Scheiße. Oh ja, ich merke schon, kurz danach muss ich auch auf die 80 runter. Chill. Ja, chill. Geh doch nicht so schnell, du Spangen. Fucking LZB, Digga. Wo geht's denn auf 80 runter? 37? Ja, komm. Ich bremse schon mal langsam auf die 80 runter. Ach, der bremst mich auch direkt mit auf die 80 runter. Ja, chill! Meine Fresse. Die ganze Zeit am Anschreien, Digga. Diese scheiß LZB. Ich verstehe dieses Teil nicht. Warum will das denn jetzt, dass ich anhalte, gefühlt? Muss man immer bei LZB anhalten oder was macht er hier? Ach, ich hätte mich befreien müssen, nicht Otto. Ich habe an alle Tasten gedacht, außer an befreien, Digga. Dadurch kriege ich jetzt Verspätung, ich sag's dir. Lass mal Discord, cool. Ja, können wir gleich machen, Digga. Lass mich eben kurz noch in Düsseldorf ankommen. Digga, sie fahr halt's Maul. Kommst du noch 80er-Zone? Beides Uhr nur noch 70er.
AFB ist ja schon ausgeschaltet. Ich hätte mich einfach nur befreien müssen, aber darüber habe ich natürlich nicht nachgedacht. Wann ist denn 60? Ah, ich bleibe eh schon erstmal auf den 60, Digga. Ach, das ist ja schon Düsseldorf Hauptbahnhof. Chillig, Digga. Digga, Sifa. Seid mal froh, dass ich pünktlich bin hier, Sifa. Was ist jetzt schon wieder los? Was für Zwangsbremsung? Was für Störung, was für Zwangsbremsung? Warum Zwangsbremsung? Das ist, wenn ich einmal euren Chat lesen will, Alter. Ist alles eure Schuld, ne? Deswegen denkt das Spiel jetzt schon, ich würde hier stehen und nachher heißt es dann... Ja, ich hab's doch gecheckt, Digga. Störung. Ja, komm, halt's Maul, Digga. Ganze Fahrt so gut geklappt, da musst du anfangen zu heulen. Nur weil ich hier einmal auf meine Chat eingehen will. Jetzt lass mich doch Gas geben. Jetzt. Danke. Kickdown, ich schwöre, kein Bock jetzt mehr. Der gibt kein Gas. Jetzt darf ich nochmal komplett runtergehen. Dann komplett Gas geben. Jetzt fährt der, Digga. Boah, was eine Scheiße. Weißt du, wegen sowas bin ich gleich... Jetzt bin ich jetzt hier im Moment eine Minute zu spät, Digga. Und dann habe ich nicht mehr diese 0-0-Bilanz, was Verspätung angeht. Ist das so ein Müll? Was ein Scheiß, Alter. Ja, Digga, 0-0-Bilanz für den Arsch jetzt. Sie jetzt abschminken, Digga. Komm, ey. Das war doch so perfekt, Digga. Nicht Frankfurt-Düsseldorf, sondern Köln-Düsseldorf-Frankfurt. Wie gesagt, gibt's hier leider noch nicht. Diese scheiß Zwangsbremsung in dieser Alm. Ist jetzt alles im Arsch, Alter. Ich geh jetzt gleich mal in Discord-Call. Aber wenn seine Mikroqualität wieder scheiße ist, ich schwöre, ich gehe direkt wieder raus. Wo ist er denn? Lost. Ja, Digga, ich finde den nicht. Ist Luca selber schuld, kann ich jetzt nicht mit dem zählen. Ja komm, 0%, warum denn 0%? Einmal schlechter Fahrstil, das war wegen der Zwangsbremsung. Eine Zwangsbremsung gehabt. Und wann bin ich denn ohne Auftrag abgefahren? Als ob diese, safe diese eine Zwangsbremsung, ah ne, zweimal Türfreigabe vergessen. Guck, sag ich doch, weil ich jetzt eine Zwangsbremsung in Düsseldorf hatte, dachte der direkt, ja, 0% weiß, das ist viel zu streng, diese Kacke. Fahrt eine andere Strecke. Wie gesagt, es gibt nichts mit Bremen hier. Ich kann eins machen, das ist vielleicht ganz in der Nähe davon hier. Leerte Harburg. Aber. Wie, hä? Ja, Digga, ich finde dich nicht. Ich gebe bei Discord ein Lost in 3. Ah, da, du heißt hier Donated Anto. Hurensohn, Digga. Ja, moin, was geht? Du bist ein Schwanz. Du auch. Ich weiß. Die Schuhe musst du hören jetzt. Ich weiß, dass die mich hören. Ich weiß, dass die mich hören.
weiß, dass die mich hören. Ich weiß. Ich weiß, dass die mich hören. Okay, reicht doch wieder rum. Okay. Chaosabweichung, warum kann ich ihn nicht mehr hochstellen? 0,20%, da wird doch niemals was falsch gehen. Nee, Digga, never. Statt zu sehen, mal ganz kurz neu. Wo bist du gerade? Bist du immer noch bei deinen Eltern? Ja. Chillig. Ja, chillig. Erstmal nochmal eine Runde LS19 zocken. PlayStation? Ja. Leute, ich habe euch doch gesagt, er ist schwul. Hä, was für? Digga, du hast eine PlayStation. Lieber als eine Gaybox, ganz ehrlich. Du hast auf einer Xbox viel mehr Spiele, vor allem welche, die auch auf dem PC sind. Und was Simulationen angeht. Nicht unbedingt. Doch, nix nicht unbedingt, das ist so. Das sind Fakten. Ja, aber dafür hat PlayZ das bessere, generell auch bessere Sachen. So halt besseres Hubdesign, bessere Grafik zum Teil auch. Na, Grafik nicht, aber das ist, also das mit dem Dings, bitte essen? Ist so, geh mal essen. Ja, dann geh ich halt jetzt essen. Mimi. Bis gleich. Bis gleich. So, Leute. Digga, der Typ, der hittet einfach Xbox, was ein Schwuler sagt, ich fahre mit dem doch nicht nach Frankfurt. So. Was mache ich denn jetzt? Was gibt's denn hier Tolles? Göttingen Eichenberg, da sind teilweise hier so kleine Farbpläne nur. Was ist denn Göttingen Eichenberg? Ne, komm, ich mach mal Harburg Lehrte. Geht auch Wilhelmshaven. Ne, ist ja nix. Ist nix mit Bremen in die Richtung. So. Das ist eine lange Strecke, das mache ich. Oh, Menü. Ja, wie gesagt, gibt's halt nicht. Gibt nicht alles hier. Gibt sogar relativ, meiner Meinung nach, wenig sogar. Hat man im Train Simulator meiner Meinung nach mehr Strecken. So. Da, Hamburg Hauptbahnhof nach Uelzen. Wobei es hier keinen Hamburg Hauptbahnhof gibt, sondern nur Dings, aber. Oh,
von Hamburg-Harburg nach, boah, weiß ich gar nicht, was war die Endstation? Ja, doch, Uelzen. Fast die komplette Strecke ist das. Leider hat man hier nur Hamburg-Harburg dargestellt, da war mal wieder jemand zu faul, Hamburg Hauptbahnhof darzustellen. Kann ich aber auch verstehen, weil Hamburg Hauptbahnhof ist schon ein sehr großer Hauptbahnhof. Ja, jetzt macht er erstmal wieder diesen Zeitsprung, der Ewigkeiten dauert, weil, ja, habe ich ja schon mal erwähnt gehabt. Oh, ich fahre relativ spät, fällt mir gerade auf. Hätte ich vielleicht einen früheren Zug auswählen sollen, weil ich mag es hier nicht so in der Nacht zu fahren. Weil ich weiß auch nicht, wo das Licht hier ist und wenn ich dann diese Kilometertafel nicht lesen kann, dann wird's kritisch. Ich bin mal ganz kurz auf Toilette, das dauert hier ja noch ewig, bis er den Zeitsprung gemacht hat. Weil, wie gesagt, ne? Zeitsprung ist kein Zeitsprung, der schmult die Zeit immer noch so vor, das sieht man hier. Deswegen, desto näher man an der Startzeit des Szenarios ist, desto schneller ist der Zug immer aufgegleist. Einfach immer noch nicht aufgegleist, Alter. Wie dauert das denn? Boah, dieser Zeitpunkt ist echt nicht schnell. Zeitsprung. So. Stehen wir in Hamburg-Harburg oder? Nö, ne? Ah, warte, ich mach lieber vorher AFB an, wenn es das hier gibt. Weiß ich aber nicht, ob es das hier gibt. Hallo, nimm doch mal die Beschleunigung hier raus. So. Ja, gibt es. Korrekt. Wie schnell darf ich denn? Ich stelle mal auf 120 ein. So. Leider fehlt der ZTA-Eintrag, was mich ein bisschen abfuckt. Aber naja. Unser Zug.
tiefer. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Hamburg-Harburg sieht schon mal sehr gut aus. Hier war ich schon ein paar Mal. Sieht sehr original aus, muss ich sagen. Zugbeeinflussung. Gut, der ganze Zug dürfte jetzt auch im Bahnhof stehen. Ich habe jetzt auch mal das Licht ein bisschen höher eingeschaltet. Hier weiß ich dann doch, wie das Licht angeht. Und jetzt hier. Das geht nicht. So, da kommt ICE. Boah, die Makro ist aber laut. So, wann haben wir denn Abfahrt? 41. Ah, wir haben jetzt Abfahrt, ne? Ich bin noch gar nicht in Winsen. Ich bin noch in Hamburg-Harburg. Ja, ich warte mal noch lieber ein bisschen. Komm, bis langsam reicht's aber auch mal. Türen werden jetzt hier auch geschlossen. Eigentlich schon ein bisschen Verspätung hier. Hoi, leider jetzt erst zu Hause. Nur gibt's Essen. Okay. Bis gleich. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. SIFA. Boah, der Sound ist aber nice von der Lok, ey. Der gefällt mir echt.
So, das 160er Schild wurde erreicht. Ich glaube, jetzt auch langsam mit allen Wagen passiert. Heißt, jetzt geht es auf die 160. Sag schon, ne, LZB wieder an hier, Nahverkehr habe ich mir schon zu geäußert, wie ich das finde. Naja, egal. Jetzt in dem Fall ist es sogar okay. Metronom. Kai ist auch da. Ich glaube, das ist dieser Kai. Kai Fuhrs. Spaß. Hi, wie geht's? Gut und dir? Wann kommt denn hier mein nächster Halt? Boah, es dauert noch ein bisschen, ne? Hier Winsen 154. Ein Metronom. So.
Gott, was ist jetzt los? Geschwindigkeit, Dings, Wachen. Okay, alles gut. Ach so, es geht gleich auf die 80 runter. Ich gehe schon mal lieber ein bisschen vom Gas, ne? Mir gefällt das nämlich nie da, was die PZB da veranstaltet. So, Geschwindigkeits Bremseinsatzpunkt erwarten. Okay, gut. Soll erwarten, dass es bald bremsen wird. Mit diesem Display ist es dann schon ein bisschen einfacher zu erkennen. Okay. Ja, habe ich doch gesagt. Bestätigen. Habe ich doch gemacht. So, Signale und Fahrplan beachten. Okay, mache ich. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen mit der Bremse mitgehen. LZB Ende ist nämlich jetzt.